Tag, meine Damen und Herren, zur heutigen Nachmittagsveranstaltung hier in Anna Magdalena Wachsaal. Mein Name ist Hans-Werner Tote, ich bin hier ein bisschen Lokalkolorit, sozusagen, komme aus Köthen und freue mich, ihn ankündigen zu dürfen, nach Hans-Jürgen Feldstedt, ein Kanzlermitglied des Deutschen Bundestages, zu dem Thema, was dort angesagt ist. Wir sind alle sehr gespannt, das ist ja ein Thema, das also beinahe alle Aspekte dieses Kongresses in irgendeiner Weise berührt, zumindest vom Thema her, dass das erwarten. Deshalb genug der Vorrede bei den Fragen nachher, wo ich bitte, dass zunächst die Fragen kommen und dann eventuell ergänzen dann eure eigenen Beiträge. Danke, ich darf Sie bitten. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung hierher. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Wir hatten gerade noch im Umweltausschuss im Deutschen Bundestag die beiden Minister Rösler und Altmaier zu Gast, wo wir intensiv über die Energiewende diskutiert haben. Aber ich bin ein bisschen früher raus und Bärbel Höhn, die es nicht mehr geschafft hat, heute Vormittag deswegen hierher zu kommen, lässt sie schön grüßen und sie hat für mich dann die Stellung mitgehalten. Somit war es möglich, dann doch noch den vereinbarten Termin bei Ihnen wahrzunehmen. Zu meiner Person, ich bin seit 1998 im Deutschen Bundestag, habe sehr intensiv die Energiepolitik gestaltet, unter anderem im Jahr 2000 das Erneuerbare Energiengesetz entworfen und vorgeschlagen. Und da habe ich natürlich jetzt sehr viel Herzblut drinnen, dass dies nicht von der jetzigen Regierung beendet wird, sondern dass es weitergeht mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Es ist gefährlich, ich werde auch im Vortrag darauf eingehen. Vielleicht interessiert Sie noch, ich komme aus Bayern, als Fränkische, also der nördliche Teil. Hammelburg ist eine kleine Stadt dort, ist meine Heimatstadt nördlich von Würzburg. Und ja, mehr, glaube ich, brauche ich zu mir nicht mehr sagen. Ich freue mich, dass Sie so Interesse haben an diesem Thema. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt zu rücken und das Geldsystem spielt dabei eine sehr intensive Rolle. Ich habe auch gesehen, dass Sie viele Referate und Diskussionen über das Geldsystem an sich haben. Ich glaube, das sind die beiden entscheidenden Schnittstellen, wie wir unsere Gesellschaft verbessern können, ein wirklich nachhaltiges Geldsystem und ein nachhaltiges Energiesystem zu schaffen. Die beiden sind zentrale Punkte, um eben eine Verbesserung unserer immer schwieriger werdenden Lage in dieser Welt hinzubekommen. Und dabei spielt natürlich privates Kapital eine zentrale Rolle. Um es gleich vorwegzunehmen, viele Menschen, wenn sie von Politikern eine bestimmte Verbesserung der Verhältnisse fordern, dann rufen sie gleich, ach, da muss der Staat mit Subventionen etwas bezahlen. Und sie merken nicht, dass der Staat eigentlich nur Schulden hat. Wie soll er das bezahlen? Aber privates Kapital haben wir in Unmengen und massenhaft auf der Welt. Deswegen ist es entscheidend, dass wir das private Kapital umlenken in die Investitionen, die sozial gerecht und nachhaltig sind. Und darüber haben wir eine Chance, Nachhaltigkeit und eine sozial gerechte Welt zu schaffen. Kaum über staatliche Unterstützung. Sie kann additiv etwas mithelfen, Initialzündung sein, aber sie kann nicht schultern die Mengen an Investitionen, die dann notwendig sind. Und im Klimawandel sehen wir eigentlich die größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte. Der Klimawandel hat neben der Bedrohung durch atomare Waffen die Situation, dass die Menschheit sich darüber auslöschen kann. Das sind die beiden zentralen Probleme auf der Erde, die das schaffen können. Und deswegen ist der Klimawandel viel stärker in den Blick zu nehmen, als wir das heute tun. Er ist fast sogar in den letzten 1-2 Jahren verschwunden in der öffentlichen Debatte. Und das angesichts der dramatischen Veränderung, die wir haben. Und dann, wenn er aber zuschlägt, mit dem, wo es uns seit Jahren heftiger kommen, die Wetterereignisse, die besonders extrem sind, die Dürren, die Waldbrände, Überflutungen, Stürme und vieles mehr, und dann ist das Jammern groß. Ach, wie können wir uns schützen vor den Schadensereignissen? In vielen Weltregionen der Erde ist das bereits häufig der Fall. Denken Sie an die schlimmen Taifune in den Philippinen im letzten Jahr. Denken Sie an die Überschwemmungen aktuell und die Brände in Australien in diesem Jahr. Ich muss das nicht wiederholen. Es wird heftiger und häufiger kommen. Und Einzelschadensereignisse sind riesig und gigantisch. Alleine der Sturm
Hurrikan in den USA, in New York, im letzten Herbst hat einen Schaden von 100 Milliarden US-Dollar erzeugt. So viel zur Aussage, der Klimaschutz wäre teuer und eine Belastung für uns. Nein, der Nicht-Klimaschutz ist teuer und eine Belastung. Der Klimaschutz kommt nicht voran in der Welt. Seit Jahrzehnten, spätestens seit Rio 1992, versucht die Weltgemeinschaft den Klimaschutz zu organisieren. Es gab mal ein Kyoto-Protokoll und eine Unterschrift von wenigen Nationen der Erde, dies zu unterschreiben und sich selbst zu verpflichten. Ein Land, Kanada, ist schon längst wieder ausgetreten. Und wir haben weltweite Regierungskonferenzen, die sich immer schneller und häufiger im Karussell drehen. Ergebnis ist weiteres Aufheizen der Erde, stärkere Emissionen. Die bisherigen Klimaschutzbemühungen der Weltgemeinschaft waren vollkommen wirkungslos. Nichts anderes kann man dazu attestieren. Das hängt an verschiedensten Maßnahmen. Beispielsweise wird im Mittelpunkt der Diskussion der Emissionshandel diskutiert. Er ist vollkommen wirkungslos. Er schafft nur Kosten, aber keine Emissionsreduktion. Man muss das in der Deutlichkeit sagen, damit wir eine Chance haben, herauszukommen mit unserer Gedankenwelt aus diesen sich immer schneller drehenden Zirkeln, die wir haben, den Weltklimakonferenzen, die sich eine nach der anderen jagt. Und sie rennen einem Hype hinterher, nämlich der Frage, können wir ein Weltprotokoll schaffen, das alle Nationen der Erde unterschreiben, um wirksamen Klimaschutz zu machen? Ich halte das für unmöglich. Und deswegen auch das Streben danach für nicht zielführend. Stellen Sie sich vor, die Hauptemittenten in diesem Klimabereich der Erde von Emissionen ist die Nutzung von Erdöl, Erdgas und Kohle. Glauben Sie wirklich, dass wir die Nationen von Russland über Saudi-Arabien und Australien, die größten Kohleverkäufer, unter ein Protokoll bekommen, da sie unterschreiben, unser Geschäft wird beendet? Nichts anderes ist Klimaschutz als die Ende. Das Ende der Nutzung der fossilen Rohstoffe. Das werden die nie unterscheiden. Und deswegen wird es kein weltweites Klimaschutzabkommen geben können. Keine Chance. Müssen wir deswegen glauben, es gibt keinen Klimaschutz? Ganz anders. Er findet schon statt. Noch nicht in der Wirksamkeit, wie wir sie brauchen, aber auf ersten Ebenen und auf ersten Entwicklungen, die möglich sind. Man muss das aber auch erst nochmal einordnen auf das, was wir so immer wieder im Blick haben mit den Diskussionen der Weltgemeinschaft. Die Forderungen, die im Moment hauptsächlich dort diskutiert wird, ist auch eine Kapitalforderung. Man wünscht für den Klimaschutz von öffentlichem Kapital, von den Industrienationen vor allem 100 Milliarden US-Dollar Kapital, das bis 2020 im Klimaschutz investiert werden soll. Seit etwa 5 Jahren gibt es diese Forderung. Seit 5 Jahren sind die Nationen der Erde nicht bereit, dieses Kapital aufzubringen. Ursache ist hauptsächlich, was ich anfangs sagte, das sind doch alle Haushalte weltweit völlig überschuldet. Wo soll das Geld herkommen? Neue Schuldenaufnahme kann nicht tragfähig sein. Und dann muss man nochmal vergleichen, ist denn eine Summe von 100 Milliarden US-Dollar in 10 Jahren in den Klimaschutz investiert, etwas, was den Klimaschutz nennenswert wirken kann? Wir haben 4.000 Milliarden US-Dollar jährliche private Investitionen in das Energiesystem. Das sind vor allem fossile Investitionen, also in neue Erdölfelder, in Gaspipelines, in Kohlegruben, in neue Kraftwerke aus dem fossilen Sektor und anderes. 4.000 Milliarden werden jährlich investiert, um Emissionen zu erzeugen. Was sollen da in 10 Jahren 100 Milliarden Euro bewirken? Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das kann den Klimaschutz nicht nennenswert bewirken. Und das Schlimme ist, dass diese 4.000 Milliarden Euro US-Dollar, die jährlich investiert werden, noch hochsubventioniert sind. Es geben die Staaten der Erde massiv Steuergelder zur Staatsverschuldung aus, um das Erdölbohren, die Gaspipelines und neue Kraftwerke zu unterstützen. Da laufen die Subventionen rein. Die Internationale Energieagentur hat vor kurzem ausgerechnet, dass jede Tonne CO2-Emissionen mit 100 US-Dollar direkt subventioniert wird aus Steuergeldern.
Wir haben eine verrückte Welt und da machen wir Klimaschutzkonferenzen. Wenn wir alleine die Subventionen aufhören würden, wenn wir Haushaltssanierungen machen würden, Staatsverschuldungen darüber zurückführen würden, würde das genügen, um den Klimaschutz in der Welt zu bringen. Denn die fossilen Energierohstoffe und die Nutzung für die Energiekunden an der Benzintankstelle oder sonst wo sind nur deswegen billig, weil die Staaten der Welt so viel Geld hineingeben zum Subventionieren. Wäre das nicht der Fall, wären Erneuerbare schon längst wettbewerbsfähig. Vollständig. Sie sind es aber eigentlich mehr. Das ist die Entwicklung, die wir aktuell haben. Die fossilen Energiesubventionen sind sehr hoch. Sie sind gestiegen von 312 Milliarden US-Dollar jährlich auf 523 Milliarden US-Dollar in nur 2 Jahren. Und im Vergleich dazu nur mal die Subventionen für erneuerbare Energien sind auch leicht gestiegen auf 88 Milliarden US-Dollar. Aber man sieht schon mal, nicht die Erneuerbaren sind hochsubventioniert, wie wir in den öffentlichen Debatten überall sehen, wenn Herr Rösler sagt, diese hohen Subventionen für erneuerbare Energien, so ein Unsinn, im fossilen Sektor sind sie drin. Und warum steigen sie? Die Ölpreise über die Verknappung, das werde ich noch deutlicher aufzeigen, auf der Erde. Sie steigen immer mehr und das macht den Menschen Sorgen. Wir haben Angst vor steigenden Heizölpreisen, nicht vor steigenden Strompreisen. Die Heizöle sind es, die ihnen die Ängste und den Angstschweiß auf die Stirne treiben. Und wer in ländlichen Räumen ohne öffentlichen Verkehr ist, der hat auch Angst, dass er seine Fahrt zum Arbeitsplatz mit dem Auto nicht mehr bezahlen kann, weil die Benzinpreise steigen in den letzten Jahren immer weiter. So, und da geben natürlich aufgrund dieses sozialen Drucks viele Regierungen nach und subventionieren mit noch mehr Steuergeldern diese Ölpreise, damit sie stabil bleiben. Das ist ja auch eine der Forderungen, wie sie laufen in der Bild-Zeitung oder anderswo aufkommt. Das führt aber nur zu neuer Staatsverschuldung und nicht zu einem Wechsel hin zu erneuerbaren Energien. Eine Spirale, die in diesem ökonomischen Sektor verheerend ist und uns nicht herausbringt aus all diesen Fragen. Aber wir haben auch hoffnungsvolle Entwicklungen. Die globalen Investitionen in erneuerbare Energien, sie sind noch auf einem niedrigen Niveau im Vergleich mit den fossilen Energieinvestitionen, aber sie steigen Jahr für Jahr ganz deutlich an. Übrigens ist der Hauptinvestor nicht Deutschland, sondern China. Auch das ist spannend zu sehen. Weil China auf der Weltklimaschutzkonferenz massiv kritisiert wird, sie würden nicht mitmachen und an einem neuen Weltklimavertrag nicht mitarbeiten wollen. Aber die Chinesen investieren massiv aus eigenen Geldern in die erneuerbaren Energien und damit in den Klimaschutz. Mehr, als in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ich will damit nicht China loben über allem Pflegen, da gibt es genug zu kritisieren, ohne Zweifel. Aber wir müssen differenziert auf China schauen. Und dort, wo Gutes ist, das eben auch benennen. Wir haben Erfolgsgeschichten im Klimaschutz. Weit verborgen von vielen, aber es sind Klimaschutz-Erfolgsgeschichten. Ich will sie auch näher beleuchten. Allen voran der Ausbau erneuerbarer Energien, der in den letzten 10 Jahren weltweit explodiert ist. Aber auch die grüne Chemie, die biologische Landwirtschaft, zentral wichtig für den Klimaschutz, sie nimmt zu. Nicht aus Klimaschutzgründen, aus anderen Gründen. Armutsbekämpfung übrigens ist gleichzeitig Klimaschutz, wenn man es richtig macht. Auch dazu werde ich ein Beispiel nennen. Die Erfolgsgeschichte lässt sich schnell davon absehen, wie die Energieprognosen der letzten Jahre waren. Die Internationale Energieagentur in Paris ist die OECD-Organisation, die alle Regierungen der Welt in Energiefragen berät. Sie ist sozusagen die Bibel für die Energiepolitik der Erde. Da gibt es eine World Energy Outlook von 2004, da haben die zum Beispiel mal eine Prognose über den Ölpreis gemacht. Im Jahr 2010 sollte der Ölpreis bei 22 Dollar das Barrel sein. In der Realität war er im Mittel bei 80 Dollar, im letzten Jahr bei 100 Dollar. Das heißt, das ist eine fundamentale Falschprognose, aber sie hat eigentlich auch verheerende Wirkung erzeugt. Denn im gesamten letzten Jahrzehnt galt der Klimaschutz als Belastung, weil die Nutzung von fossilen Rohstoffen doch billig ist und billig bleibt. Sie ist aber nicht billig geblieben. Noch heute setzt die Bundesregierung in ihren entscheidenden Prognosen für den Ölpreis 60 Dollar das Barrel ein.
Wir sind aber bei 110. Und mit 60 Dollar lässt sich natürlich eine Investition in erneuerbare Energien als Belastung darstellen, mit 110 schon nicht mehr. Trotz dieser Fehlprognosen gibt es aber zwei andere Fehlprognosen der IEA aus 2004, die völlig andersrum sind. Die Windenergie sollte in der Welt keine Rolle spielen, nach deren Prognosen. 100 Gigawatt bis 2010 vielleicht erreicht werden. Es sind 200 Gigawatt geworden. Doppelt so viel wie prognostiziert. Ohne nennenswerte große Unterstützung, außer in wenigen Ländern wie in Deutschland und in China. Ohne diese weltweite große Unterstützung ist die Windkraft viel stärker gewachsen, als irgendjemand vorher angenommen hat. Und die Photovoltaik ist sogar fünfmal so schnell gewachsen wie prognostiziert noch im Jahre 2004. Das sind Erfolgsmeldungen für den Klimaschutz. Das sind alles noch Ergebnisse, wo die Photovoltaik beispielsweise relativ teuer war. Jetzt ist sie viel billiger, jetzt explodiert das noch viel mehr. Wir haben vor uns eigentlich viel stärkere Klimaschutzinvestitionen als in der Vergangenheit. Und das macht Hoffnung. Das ist auch der Hintergrund, weshalb die erneuerbaren Energieinvestitionen immer mehr steigen. Und es wird oft gesagt, der Klimaschutz sei eine Belastung für die Ökonomie. Es gibt sogar das englische Wort Burden dazu. Und auf diesen Weltklimakonferenzen spricht man nur über Burden-Sharing, die Lastenverteilung. Wir haben in Deutschland mit einer neuen Industrie, mit den Erneuerbaren, einen neuen Wirtschaftszweig aufgebaut. In 10 Jahren von 30.000 auf 370.000 Arbeitsplätze emporgehoben. Da haben Menschen Arbeit und Brot gefunden, auch hier im Osten Deutschlands. Solche Menschen, die vielfach arbeitslos sind. Ist das eine Belastung, wenn man einen neuen Job kriegt? Ich kann diese Diskussion nicht verstehen. Die haben Einkommensteuer bezahlt, die sind nicht den Sozialkassen zur Last gelegen. Gewerbesteuer gab es mit neuen Unternehmen und vieles mehr. Das ist eine Erfolgsgeschichte der Wirtschaft, die wir haben, und nicht eine Belastung. Und das ist Klimaschutz. Ja, es ist eine Belastung für die Erzeugung von Braunkohlestrom, wenn der eine Konkurrenz aus den Windrädern bekommt. Die isolierte Sicht der alten Industrien hat sich als Mainstream-Diskussion in der gesamten Gesellschaft durchgesetzt. Plötzlich plappern all diejenigen auch nach, die da sogar vielleicht an der Photovoltaik-Investition selbst verdient haben, dass die Erneuerbaren eine Belastung seien. Verrückte Welt. Ich werde das noch vertiefen. Es ist auch keine volkswirtschaftliche Belastung. Ja, die Mehrkosten, die im erneuerbaren Energiengesetz stehen und die jetzt täglich rauf und runter diskutiert werden, die würden den Strompreis treiben, ich gehe auch darauf noch näher ein. Diese Mehrkosten waren im letzten Jahr 12,9 Milliarden Euro. Nur diese werden dann von interessierten Kreisen in den Mittelpunkt gestellt. Aber nicht die Kosten, die wir vermieden haben, weil wir die erneuerbaren Energien haben. Und das ist an anderer Stelle der Volkswirtschaft eine ganze Menge. Hätten wir nicht die erneuerbaren Energien, müssten wir ja Einkäufe von Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran machen, um Energie zu bekommen. Vermieden haben wir uns Importkosten von 9 Milliarden Euro. Wo sind da schon die Mehrkosten nennenswert? Und erneuerbare Energien, das Windrad hat keinen Auspuff, da muss ich keine Schadstoffreinigung für die Luft machen. Ich habe keine Schlackenentsorgung und ich habe keinen Atommüll. Diese externen Schadenskosten lasten aber zum großen Teil auf dem Steuerzahler, treiben die Staatsverschuldung nach oben und nicht auf dem Energiepreis. Und da haben wir uns auch schon die Kosten von 11 Milliarden Euro vermieden durch erneuerbare Energien. Gesamtvermiedene Kosten 20 Milliarden, bei Mehrkosten von 12 Milliarden. Frage ich Sie, wo ist die Belastung? Es ist keine Belastung. Jetzt schon nicht. Ich würde gerne die Fragen hinterher machen. Vieles erschließt sich manchmal noch. Wenn doch nicht, heben Sie es auf. Das ist BMU, Umweltministerium, hat das alles berechnet, wird jährlich neu aufgelegt, diese Berechnung. Wenn Sie ganz klein unten hinschauen, das ist über den Bundesverband Erneuerbare Energien, aber letztendlich sind es die Zahlen vom Umweltministerium.
So, und dann heißt es noch, Klimaschutz kann nicht schnell gehen, so neue Klimaschutztechnologien wie die erneuerbaren Energien können nicht schnell genug wachsen. Doch. Wir hatten im Jahr 2000 das Erneuerbare Energiengesetz auf den Weg gebracht. 6% Stromerzeugung hatten wir damals. Als rot-grüne Abgeordnete haben wir dann den Mut gehabt, ein Ziel hineinzuschreiben, wo wir sagten, wir wollen eine Verdopplung des Anteils erneuerbarer Energien bis 2010 erreichen. Schon damals war die gleiche Diskussion wie heute. Und die heißt, das geht nicht, das ist völlig unrealistisch, das ist typisch grüne Wirtschaftspolitik, die haben nämlich keine Ahnung von der Wirtschaft. Das mussten wir alles ertragen und anhören. 12% waren unmöglich, 17% haben wir erreicht. Viel schneller, viel mehr. Die Gesellschaft ist bereit. So, und jetzt sind die Techniken billig geworden. Jetzt sind die Unternehmen da. Die waren ja 2000 noch nicht da und da waren die Techniken teuer. Das war doch alles erstmal die Aufgabe, das überhaupt in den Markt zu bringen. Jetzt ist die Gesellschaft bereit, gründet Genossenschaften, kleine weitere Unternehmen, anderes. Und jetzt explodiert das. Schauen Sie mal hin. In 2 Jahren ist der Ökostromanteil von 17% auf 25% gestiegen. Rechnen Sie mal die gleichen Zuwachsraten weiter für 5 Jahre, wo wir dann sind. Dann sind wir bei 50%. Und da hat natürlich ein Unternehmenszweig in Deutschland ein Problem damit. Die Braunkohlewirtschaft, die Atomwirtschaft, die Gaswirtschaft. Die verlieren massenhaft Geschäftsanteile. Deswegen haben wir eine Diskussion in Deutschland, das wächst zu schnell mit den Erneuerbaren. Das muss man bremsen und stoppen. Wie soll man eine Klimaschutztechnologie stoppen, wenn wir alle dieses Klimaproblem haben? Die erneuerbaren Energien sind der entscheidende Anteil am Klimaschutz, den wir bisher erreicht haben. Schauen Sie hin. Von den 329 Millionen Tonnen CO2, die wir seit 1990 reduziert haben, geht der Löwenanteil auf den Wandel in Deutschland zurück, auf die deutsche Wiedervereinigung und mit dem damaligen Niedergang der ostdeutschen Industrie. Hoch ineffizient, sehr schmutzig. Sie ist teilweise aufgebaut worden mit modernen Anlagen und das hat enorme CO2-Reduktion gebracht. Der zweitgrößte Anteil in der CO2-Reduktion ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Fast nichts beigetragen hat der Emissionshandel und leider auch nichts, obwohl es sehr wichtig wäre, die Effizienzstrategien, also weniger Energie zu verbrauchen und mit Effizienz. So, und jetzt gibt es die Diskussion in unserer Gesellschaft, man sollte den Ausbau der erneuerbaren Energien drosseln. Das ginge zu schnell irgendwie. Ich kann doch angesichts dieser Erderwärmung nicht schnell genug Klimaschutz machen. Hat doch sogar Frau Merkel gesagt vor 2 Jahren im Bundestag, man muss alles tun, um den Klimaschutz möglichst schnell zu bekommen. Ich sehe nichts mehr von alles tun, ich sehe nur noch Bremsen. Und dabei sagte ich schon, es ist doch mit dieser Erfolgsgeschichte etwas gelungen, was enorm ist. Nämlich die Kostensenkung über Massenfertigung, allen voran die Photovoltaik. Diese Studie ist 2010 North Carolina, die Duke-Universität gemacht worden. Die haben, das ist eine der renommiertesten Wirtschaftsuniversitäten der Welt. Und die haben gesagt, 2010 ist der Umkehrpunkt. Ab jetzt ist die Stromerzeugung aus dem angeblich so teuren Solarstromkraftwerk billiger als die Stromerzeugung aus einem neuen Nuklearreaktor. Ich kann gar nicht mehr verstehen, warum irgendjemand noch glaubt, ein neuer Atomreaktor würde billiger den Strom erzeugen als erneuerbare Energien. Ist längst vorbei. Und selbst im fossilen Sektor hat sich das geändert. Das ist eine Studie aus Australien. Bloomberg ist Ihnen vielleicht bekannt, ein Wirtschaftsanalyst, weltweit aktiv, schaut genau hin, berät die Finanzinvestoren und andere, um möglichst gute Geschäfte zu machen. Und vor allem im Energiesektor. Bloomberg hat in Australien, dort wo die meiste Kohle liegt, wo die billigste Kohle liegt, ausgerechnet, dass eine neue Windfarm billiger den Strom erzeugt als ein neues Kohlekraftwerk in Australien. Von wegen teure erneuerbare Energien.
Selbst ein Gaskraftwerk macht's teurer. Wir sind am Umkipppunkt und Bloomberg hat diese Studie auch überschrieben mit Game Changing. Jetzt ändert sich das Spiel. Die Hoffnung auf Klimaschutz ist tragfähig. Er kann schneller kommen, als viele glauben, und zwar über die Ökonomie. Klimaschutz ist nicht Belastung, ist Vorteil für die Investoren, auch privatwirtschaftlich, weil sie den Kunden billiger den Strom geben können als mit den alten Technologien, wenn sie in diese noch investieren. Ein zweites Beispiel, Chemiewirtschaft in Deutschland seit 1990 bis 2010. Die Chemieproduktion ist gestiegen um 42%, der Energieeinsatz wurde effizienter gemacht und die Treibhausgasemissionen sind um 47% gleichzeitig gesunken. Und das war nicht nur der Energieeinsatz, sondern das war auch teilweise noch viel zu wenig, ich spreche noch drüber, die Umstellung der Chemierohstoffe. Denn wenn das Erdöl in die Plastiktüten geht und die Plastiktüten irgendwann in die Umweltverbrennung, in die Müllverbrennung gehen, dann landet das wieder als CO2 in der Atmosphäre. Wenn aber die Plastiktüte aus nachwachsendem Rohstoff kommt, haben wir zumindest dann, wenn die Pflanzen nachhaltig angebaut werden, eine CO2-Neutralität. Das vertiefe ich noch mit dem nachhaltigen Anbau der Pflanzen. Das geht und das kann man bestens organisieren. Das Erdöl dagegen, das in die Plastiktüten als Grundstoff geht, wird nie nachhaltig organisierbar sein. Das holzt in Kanada die borealen Wälder ab. Das bedroht uns den Yasuni-Nationalpark als eine der größten, artenreichsten Regenwälder in Ecuador, in der Welt, im Amazonasbecken. Großer Streit darüber, dass die Erdölfelder da unten endlich angebohrt werden sollen und vieles mehr. Biolebensmittel, ich werde noch aufzeigen, sie sind enorm wichtig für den Klimaschutz. Denn bei ihnen wird kein Mineraldünger aus Erdöl eingesetzt. Bei den Biolebensmitteln werden keine Pestizide eingesetzt, die erdölbasiert sind und letztendlich wieder als Klimagas in der Atmosphäre landen. Es wird da auch kein Lachgas beim Anbau freigesetzt. Man kann Pflanzen sehr ökologisch anbauen und die biologische Landwirtschaft zeigt, wie man das macht. Und wir haben eine Zunahme der Absatzmärkte der biologischen Lebensmittel in Deutschland. Nicht, weil die Menschen Klimaschutz machen wollen, sondern weil viele immer mehr begreifen, biologische Lebensmittel sind viel gesünder als die anderen. Und Gesundheit ist eine treibende Kraft. Wer es sich leisten kann, tut es vermehrt. Wir bräuchten nur noch einen Ordnungsrahmen, der allen Menschen den Zugang zu gesunden Lebensmitteln aus biologischer Landwirtschaft verschafft und nicht nur denjenigen, die reicher sind. Das ist eine Gestaltungsaufgabe für die Politik. Und dann hätten wir auch Klimaschutz organisiert darüber. Und die Gesundheitskosten reduziert. Was glauben Sie, wie viel aus unserem Gesundheitssystem an Kosten anfallen, weil Menschen krankmachende Lebensmittel essen? Das ist nicht nur das Pferdefleisch in der Lasagne, das ist vielleicht sogar noch sauberer, aber die tausenden Antibiotika in der Massentierhaltung oder sonst wo, das macht krank. Leider ist es billig durch falsche Unterstützung. Aber die biologische Landwirtschaft, sie ist ein Erfolgsfaktor. Wir sollten sie nur noch weiter treiben. Und Armutsbekämpfung. Bangladesch ist eines der Länder dieser Erde, wo die größte Armut ist. Menschen haben dort zu massenhaft, zu Millionen, keinen Zugang zu elektrischem Strom, weil das Kohlekraftwerk große Netze braucht und in diese entlegenen Gebiete, in den Hütten nicht hineinreicht und niemand investiert es. Also bleiben die Menschen in dunklen Hütten. 1 Milliarde Menschen hat immer noch keinen Zugang zu Licht nachts. Entschuldigung, 1 Milliarde Menschen. In Bangladesch gab es die Grameen Bank. Die hat Mikrokredite an die Ärmsten ausgegeben. Die haben sich Solar-Home-Systeme eingebaut, damit sie wenigstens mal Licht bekommen. Und das hat rasant zugenommen. Die Solarenergie, die angeblich so teuer ist, hat den Menschen Wohlstand gebracht, indem sie endlich elektrischen Strom für kleine Anwendungen, für Licht nachts, ein bisschen Maschinen, wenn sie es brauchen, für
ihr Handwerk, aber auch inzwischen für die Handys, die es dort auch gibt, ein weiteres. Die Solar-Home-Systeme haben den Wohlstand gebracht, nicht die konventionellen Energien. Und das ist gleichzeitig Klimaschutz. Armutsbekämpfung mit Klimaschutz verbunden. Eine richtige, große Erfolgsgeschichte. Diese Erfolgsgeschichten sehen wir im konventionellen Energiesystem nicht. Das Erdölzeitalter kommt an seine Grenzen und zerstört immer mehr diesen Globus. Den Wohlstand, den wir in den Industrienationen aufgebaut haben, beruht auf dem Erdöl. Er hat aber auch Armut und Zerstörung in den Ländern, wo das Erdöl herkommt, gebracht. Das ist eine der kriegsinduzierenden Ursachen. Deswegen sollten wir das mit dem Wohlstand ein bisschen besser betrachten hierbei. Aber der Wohlstand crasht inzwischen auch in den Industrienationen, weil das Erdöl zur Neige geht. Gleichzeitig hohe Biodiversitätsverluste. Die Energiesicherheitsfrage steht im Mittelpunkt. Oh, wo kriegen wir neues Erdöl, Erdgas, Kohle her? Atomare Umweltbelastungen, Ölkriege, Wirtschaftskrisen. All das hängt mit dem konventionellen Energiesystem zusammen. Das sind die größten auf allen Regierungsgipfeln diskutierten Herausforderungen der Weltgemeinschaft. Klimaschutzaktivitäten tragen zur Lösung der Probleme bei. Das Beibehalten der konventionellen Wirtschaft verschärfen sie. Die stolze Industrienation Japan hat Atomenergie genutzt, weil sie glaubten, das wäre billig. Ein Schaden, 100 Milliarden Euro durch die Explosion von Fukushima. Und das sind nur die aktuellen, offiziell zusammengetragenen Schadensmengen. Dieser Schaden zusammen mit dem Tsunami und dem Erdbeben hat die stolze Industrienation Japan in die Knie gezwungen. Atomenergie ist nicht die Stütze für die Wirtschaft, es ist eine Zerstörungsursache. Dort genau nachzulesen. 300.000 Menschen sind nicht zurückgekommen in ihre Häuser. Bis heute nicht, 2 Jahre später. Und die meisten von ihnen haben keinen Schadensersatz für den Verlust ihres Hauses bekommen. Von wegen billiger Atomenergie. Das Erdöl hat ähnliche Schadensdimensionen. Sie erinnern sich an die Explosion einer Ölplattform im Golf von Mexiko? Der Schaden, geschätzt vom State Louisiana, ist auch in dieser Größenordnung 100 Milliarden US-Dollar. Billiges Erdöl. BP lässt sich treiben, um Schadensregulierung zu machen. Bisher haben sie 38 Milliarden US-Dollar zugesagt. Wer zahlt den Rest? Existenzvernichtung von Fischern, von Touristikbetrieben und anderes. Billiges Erdöl. Das ist die Preissteigerung vom Erdöl der letzten Jahre. Das crasht die Wirtschaft. Viel mehr, als wir glauben. Und das sind nicht nur Ökokatastrophen, die extrem Schlimmes bringen. Das sind auch ökonomische Katastrophen. Das hat mein Freund Sven Giegold im Europaparlament gemacht. Da hat er, glaube ich, hier auch einen Vortrag gehalten. Diese Studie, vielleicht hat er sie auch vorgestellt. Die einzelnen Balken sind quartalsmäßig die Rechnungen Gesamteuropas der EU-27 für Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran und auch die metallischen Rohstoffe. Sie machen aber den kleinsten Anteil da drin aus. Der Löwenanteil macht der schwarze Bereich Erdöl aus. Und die blaue Linie, die da eingezeichnet ist, ist das europäische Außenhandelsdefizit. Es ist negativ. Trotz eines Exportweltmeisters Deutschland. Das heißt, Europa kann in der Summe nicht so viel Waren ins Ausland verkaufen, dass Europa damit die Heizkosten bezahlen kann. Wenn Sie Hausbesitzer sind, wissen Sie, was das bedeutet, wenn Ihr Verdienst geringer ist als die Heizkostenrechnung. Für Europa gilt das. 120 Milliarden US-Dollar war das Außenhandelsdefizit im vorletzten Jahr Europas und 400 Milliarden US-Dollar die Importrechnung. Nicht US-Dollar, Euro, die Importrechnung Europas für fossile Rohstoffe.
Das heißt im Klartext, dieses Außenhandelsdefizit wird versucht, durch steuerliche Ausgaben auszugleichen. Und das treibt die Staatsverschuldung nach oben. Und das ist die versteckte Ursache hinter der Eurokrise. Natürlich haben viele Banker Missstände gemacht, haben Regierungen in Griechenland verantwortungslose Misswirtschaft gemacht. Natürlich ist das alles zu nennen und richtig und abzuschaffen. Mit überzogenen Bankerbonis oder sonst was. Völlig klar. Aber wir müssen auch diskutieren, dass Europas Wirtschaft crasht durch den Import der fossilen Rohstoffe. Wenn wir das außer Acht lassen, werden wir keine Lösung finden zur Eurokrise. Und die Lösung ist klar, keine Rohstoffe mehr kaufen. Und wenn man dann trotzdem noch Energie verbrauchen will, Auto fahren will, Raumheizung machen will, geht das nur mit erneuerbaren Energien. Es ist auch ein extrem wichtiger Baustein zur Lösung der Eurokrise. Und das wird sich verschärfen. Die Weltgemeinschaft ist jetzt erst am Peak of Oil. Große Diskussion, wir haben doch noch genügend Öl, die Verknappung ist es nicht, die die Ölpreise nach oben treibt, nur die Spekulanten wären es und so weiter. Ja, die Spekulanten können etwas bewirken, die können überzogene Preise bewirken. Aber immer nur, wenn es Knappheit im Markt gibt. Dann treiben sie es noch weiter nach oben. Die Knappheit ist aber das eigentliche Problem und die Ursache. Und die Knappheit wird sich verschärfen. Ich werde nächste Woche einen neuen Bericht der Energy Watch Group in London vorstellen. Und da sieht es noch dramatischer aus mit der Ölversorgung der Erde. Glauben Sie nicht, dass USA ein Ölexporteur in den nächsten Jahren wird. So ein Unsinn. Das war zwar die Hauptüberschrift, die viele Journalisten vom letzten World Energy Outlook der Internationalen Energieagentur in Paris mitgenommen haben. Wenn Sie aber in den Outlook schauen, dann finden Sie keine Zahlen, die diese These belegen. Und der Shale Gas Hype wird auch schnell vorbei sein. 2015 wird der Shale Gas Peak in den USA überschritten sein. Dann geht es wieder in die andere Richtung. Preise nach oben statt nach unten mit Gas und anderen. Aber trotzdem gibt es immer wieder die unausrottbare Aussage, wir haben noch genügend Erdöl und jeder, der über Peak Oil spricht und über Knappheit, wird gleich beschimpft. Das war doch noch nie so, ihr habt das immer prognostiziert und wir haben doch noch genügend Öl und weiteres. Ein einziges muss diese Mineralölwirtschaft der Welt immer in die Bevölkerung hineinstreuen. Wir haben noch genügend Öl. Das hat nämlich den Effekt, dass in Knappheitsphasen dann ganz normal über den Preis, über die Knappheit der Preis steigt. Das können Sie wunderbar nachlesen. Die Studie habe ich selbst meine Wissenschaftler machen lassen, weil sie kein anderer aufgelegt hat. Das Rote ist der Weltrohölpreis und das Schwarze sind die Gewinne von Esso und von Shell. Völlig linear mit dem Rohölpreis. Das heißt, je mehr der steigt, umso höher sind deren Gewinne. Die haben kein Interesse der Weltgemeinschaft zu sagen, es wird knapp. Denn wenn die Mineralölkonzerne das sagen, dann würden die Menschen flugs einen Sonnenkollektor aufs Dach bauen, um sich Wärme vom Dach zu holen. Sie würden sich vielleicht ein Elektroauto anschaffen, um Ökostrom reinzubringen, wenn sie es schaffen. Und sie würden sich die Häuser dämmen versuchen, um die Heizkosten zu sparen und anderes. Und plötzlich geht rapide dann der Ölverbrauch zurück und das gefällt denen nicht. Den BPs und Shell und Esso und wie sie heißen. Saudi Aramco, Petrochina. Die Mineralölwirtschaft der Erde ist das größte Geschäft der Erde. Und sie beherrschen das sehr viel. Aber wie stark das in ein Sicherheitsrisiko umkippen kann, das hat uns die deutsche Bundeswehr aufgezeigt. Mit einer Studie aus ihrem Transformationszentrum in Strausberg bei Berlin. Vor 2 Jahren aufgelegt. Da können Sie Sachen drin lesen. Ich frage mich, warum man nicht der deutschen Bundeswehr mit Sicherheitsrisiken klappt. Peak Oil ist eines der größten Sicherheitsrisiken. Da steht unter anderem drinnen, die Regierungen der Welt werden ihre Politiken hauptsächlich danach ausrichten, um soziale Aufstände zu vermeiden, dass sie nur noch billiges Erdöl bekommen. Das wird die Haupttriebfeder für irgendwelche Politiken sein, unter Hintanstrengung jeglicher anderen Gedanken.
Und das glaubt man nicht. Es ist schon da. Griechenland hat billiges Öl aus dem Iran bekommen. Der Iran sollte wegen den Atombomben einen europäischen Ölboykott bekommen. Griechenland und Italien haben sich heftig dagegen gewehrt. Gott sei Dank nicht geschafft. Aber jetzt hat Griechenland ein Problem zusätzlich. Die können nämlich die teuren Erdölimporte nicht mehr zahlen. Treibt die Staatsverschuldung zusätzlich nach oben. Da steckt alles viel tiefer im Zusammenhang drinnen, als wir oft glauben. Und dann nochmal zur Erderwärmung. Das ist das arktische Meereis. Jeweils im September eines Jahres aufgenommen. Dann, wenn es den niedrigsten Flächenausbreitung hat. Schauen Sie mal hin, wie sich das in 26 Jahren entwickelt hat. Ein dramatischer Eisschwund bis 2005. Und danach in nur 7 Jahren. Das hat sich massiv beschleunigt. Übrigens gibt es dann immer weniger Meereis. Auch in der Gegend nördlich von Finnland, in der sogenannten Barentssee. Klimaforscher haben herausgefunden, dass sich dann vermehrt Hochdruckgebiete dort ansammeln werden. Die haben genau eine Drehrichtung, dass nach Mitteleuropa dann arktische Kaltluft geschaufelt wird. Das erleben wir gerade jetzt im März. Der kalte Winter in Deutschland, wenn er punktuell auftritt, ist eine Folge der Erderwärmung. Und das wird richtig heftig. Mit noch mehr Stürmen, Überschwemmungen und anderem. Der Meeresspiegelanstieg. Die oberste Kurve ist die reale. Die mittlere und die untere Kurve dazu waren die Prognosen der IPCC, der Weltklimaforscher. Es ist viel schneller gekommen, als irgendwelche Wissenschaftler vorher angenommen haben. Wir müssen damit rechnen, dass in 40 Jahren, 2050, die ersten Stadtregionen von Millionenstädten an den Küsten dieser Erde nicht mehr bewohnbar sind. Die ersten Südseeinseln sind schon verlassen. Es gibt eine, da ragen nur noch die Grabsteine aus dem Meeresspiegel. Makaber, aber wahr. Und beleuchtet vielleicht, wo das hinführt. Das ist das, was wir brauchen. Die Abkühlung der Erde. Statt die Akzeptanz des weiteren Aufheizens. Ich will es nicht ertragen, wenn ich sehe, was heute schon los ist auf unserer Erde. Mit Stürmen, Meeresspiegelanstieg und anderem. Dann will ich nicht 2 Grad Celsius akzeptieren als Erderwärmung. Und es geht. Es geht aber nicht mit Scheinlösungen. Solche, die scheinbar Klimaschutz sind. Die sollten wir alle missachten. Das CCS, Kohlenstoffabscheidung und Lagerung aus dem Braunkohlekraftwerk hier in der Lausitz. Das Rauchgas abscheiden, Kohlenstoff rausholen, den Boden verpressen. Erstmal bleibt es wahrscheinlich nie drin und perlt irgendwann wieder raus. Zweitens ist das viel zu teuer. Ein CCS-Kohlekraftwerk hat ökonomisch überhaupt keine Chance mit der Windkraftstromproduktion. Warum sollten wir diesen Unsinn machen? Kohle nicht verwenden ist der beste Klimaschutz. Statt CCS. Kein Spaltung, keine Fusion. Ich weiß nicht, ob radioaktive Verseuchung der Erde besser ist als Klimaerwärmung. Manche glauben das. Naja, wir haben schon weite Landstriche verseucht. Schauen Sie nach Japan, schauen Sie nach Weißrussland, die Ukraine oder anderswo. Schon heftig. Die industrielle Landwirtschaft, die mit den Pestiziden, Mineraldünger, Massentierhaltung, alles klimaschädlich. Transportsysteme, 3 Liter Erdölauto ist keine Lösung. Bei der Zunahme an Autos, die wir haben in der Welt. Emissionsfreie Autos, wenn schon Autos, dann diese. Geoengineering, das sind so physikalische, chemische Beeinflussungsmethoden in der Atmosphäre, die die Strahlen zurücklenken oder Eisen in die Meere bringen, um dort CO2 zu binden. Das ist alles nicht tragfähig. Es gibt aber eine Geoengineering-Methode, und die zeige ich Ihnen gleich. Die ist zentral für diese Welt.
Wenn wir die Erde abkühlen wollen, müssen wir zwei Strategien im Blick nehmen. Erstens, wir haben heute schon zu viel Kohlenstoff in der Atmosphäre, also dürfen wir nicht mehr weiteres hineinlassen. Jede Emissionsminderung ist ein zusätzliches Aufheizen der Atmosphäre, ist ein zusätzliches Anreichern des Kohlenstoffs in der Atmosphäre. Emissionsminderung kann nicht das Ziel sein, sondern nur die Nullemission. Keine Klimagase mehr dürfen entlassen werden. Natürlich erreichen wir das nicht sofort, aber wir müssen es mal als Ziel formulieren. Die Anti-Atom-Bewegung hat nie gesagt, wir bauen effizientere Atomkraftwerke, dass wir weniger Atommüll haben. Die Klimaleute sagen, wir bauen effizientere Kohlekraftwerke, dass wir weniger Emissionen haben. Welch ein Unsinn. Es ist kein Klimaschutz. Keine Emissionen mehr. Das ist das erste Ziel. Das geht mit 100% erneuerbaren Energien, mit grüner Chemie, mit Energieeinsparung. Auch in den Baustoffen haben wir gute Möglichkeiten, das zu tun. Kann ich und will ich nicht vertiefen. Aber das reicht nicht aus. Heute haben wir schon zu viel Klimagase in der Atmosphäre. 380 Parts per Million, die müssen wir reduzieren. Und deswegen heißt es, wir müssen noch eine Strategie dazu führen, die da heißt, die Reinigung der Atmosphäre schaffen von Kohlenstoff. Und das geht. Pflanzen holen den Kohlenstoff aus der Atmosphäre raus. Grünland beispielsweise tut das. Aufforstung tut das. Die biologische Landwirtschaft macht das mit Humusaufbau. Aber das können wir sogar technologisch beschleunigen, indem wir ein Pflanzenmanagement machen, das den eingefangenen Kohlenstoff so sortiert, dass er sicher im Erdboden deponiert wird. Nicht in Bergwerken, sondern in oberen Bodenschichten. Und dann kann diese Biokohle sogar die Fruchtbarkeit der Böden verbessern. Und dann kriegen wir nicht mehr die Konkurrenz Teller und Tank, sondern können wir beides anbauen. Ökologisch sauber. Und haben den Kohlenstoff sogar in der Atmosphäre rausgenommen und im Boden sicher deponiert. Und das geht. Zur ersten Säule, 100% erneuerbare Energien. Kennen Sie die Stanford-Universität in Kalifornien? Da waren in den 80er Jahren so verrückte junge Studenten. Können Sie sich erinnern? Da hat der Chef von Stanford gesagt, ich hole mal den Weltmarktführer IBM, das soll mal meinen dummen Studenten die Flausen aus dem Kopf treiben. Und die Kernaussage des Weltmarktführers für Computertechnologie war, liebe Studenten, einen Personal Computer wird es nie geben in der Welt. 80er Jahre. Steve Jobs, Bill Gates haben ihm nicht geglaubt. Da, ich habe sie in der Hosentasche heute. Das größte Industriecluster der Welt ist aus diesen Forschungen entstanden, das Silicon Valley. Und Stanford sagt mit dieser Erfahrung im Hintergrund, in allem Stolz, wir wissen, wie man Industrierevolutionen organisiert gegen den Mainstream. Wir haben einen Plan aufgelegt für die Erde vor 2 Jahren im Scientific American veröffentlicht. In 20 Jahren kann man die Erdgesamtweltenergieversorgung, Strom, Wärme, Treibstoffe, alles Industrieproduktion auf 100% erneuerbare Energien umstellen. Technologisch machbar, finanziell machbar. Eine einzige Voraussetzung braucht es, den politischen Willen dazu. Und die Rahmenbedingungen. Und Sie haben sogar noch gesagt, das ist billiger, als wenn wir mit dem Alten weitermachen. Ich habe die Energy Watch Group gefragt, weil mir erstmal die Summe dieser Kosten, die die Stanford-Universität berechnet hat, so hoch erschienen. Denn die sagten, die Investitionen, die wir aufbringen müssen weltweit, sind 100.000 Milliarden US-Dollar. Erscheint vielen Menschen unglaublich hoch. Kriegen wir nicht zusammen das Geld. Habe ich die Energy Watch Group gefragt, was ist denn die Öl-, Gas-, Kohle-, Uranrechnung der Erde, wenn wir nicht umstellen auf erneuerbare Energien? Denn das werden wir ja weiterkaufen. Mit einer geringfügigen Preissteigerung auf dem Preisniveau 2008 haben sie gerechnet. Schau her, in 20 Jahren kostet die Energie-Rohstoffrechnung 200.000 Milliarden US-Dollar für die Erde. Jetzt kommt die Mädchenfrage an Sie, was ist billiger? Es ist verrückt zu sagen, es ist so teuer mit den Erneuerbaren. Es stimmt schlicht nicht. Die haben wunderschöne Beispiele in der Studie gemacht. Die Hälfte der kommenden Weltenergie kommt aus Windkraft. Um Himmels Willen, so viele Windräder verschandeln unsere Landschaft.
3,4 Millionen Windräder der neuen 5 Megawatt-Klasse braucht man für die Hälfte des Weltenergiebedarfs. Und dann sagten sie, was ist das für die Menschheit für eine Aufgabe, 3,4 Millionen Windräder zu produzieren in 20 Jahren, wenn wir aktuell in einem Jahr 70 Millionen Autos produzieren können. Da fällt einem wie Schuppen von den Augen, dass das eine völlige Polemik ist, zu sagen, das könnten wir industriell nicht schultern. Und wir haben ja nicht die Notwendigkeit, all den hohen steigenden Energiebedarf heutzutage auch mit Erneuerbaren zu decken. Wir können ihn reduzieren, zumindest in Industrienationen. Eine Vielfalt von Möglichkeiten in der Energieeffizienz gibt es. Die alle parallel zu ergreifen, macht viel Sinn. Den Erdölersatz in den Chemieprodukten zu schaffen. Diese Plastikmaterialien landen nicht in den Meeresregionen, wo die Delfine und Albatrosse dieses Auffressen unseren Plastikmüll im Magen nicht verrottet und sie dran sterben. Ich habe eine Dokumentation von Kamelen in der Wüste gesehen, die umgekommen sind, weil sie in der Wüste den Plastikmüll aufgefressen haben und ihre Mägen kaputt sind. Furchtbar. Nachwachsende Rohstoffe machen verrottbaren Plastik. Der wird, wenn er in der Landschaft liegt, zum Humus und wird sogar noch eine Anreicherung der Böden in der Fruchtbarkeit. Das ist der Unterschied. Und das ist nicht Klimazerstörung. In Dresden gibt es eine Brücke. Bei dieser Brücke hat man so ein bisschen unten optisch den Bau verstärkt, damit das ganz Dünne dieses Betons nicht herauskommt und die Menschen würden sich sonst nämlich nicht drüber trauen über die dünne Brücke. Aber die dünne Brücke ist trotzdem sehr fest. Sie hat nur ein Zehntel des Betons wie eine normale Stahlbetonbrücke und keinen Stahl drinnen. Textilbeton. Beton ist einer der höchsten Emittenten von CO2 in der Erde. Mit Textilbeton kann man das drastisch reduzieren. Die Techniken sind da, wir sollten sie nur noch massenhaft umsetzen. Kohlenstoffreinigung der Atmosphäre beschleunigt, geht mit hydrothermaler Karbonisierung. Was ist das denn? Das ist eine Maschine, die gibt man am Anfang Pflanzen rein in einer wässrigen Lösung. Kann man alles reingeben, was sie wollen. Entweder den Mais vom Acker, will ich aber nicht, will keine Maismonokulturen. Blätter und Stängel vom Brotgetreide, die Reste einer Marmeladenfabrik, den Klärschlamm aus unseren Städten, die Gülle von der Landwirtschaft, egal was, alles. Hinten kommt Kohle raus. Diese Maschine macht in 3 Stunden das, was die Natur uns in 5 Millionen Jahren vorgemacht hat. Wenn Bäume verrotten, gibt es Kohle. Die Natur braucht 5 Millionen Jahre, die Maschine 3 Stunden. Diese Biokohle kann man noch besonders designen und die 3 Verwendungswege geben. Einmal als Brennstoff in Kohlekraftwerken, CO2-neutral, keine CO2-Emissionen zusätzlicher Art in die Atmosphäre. Ich will aber die Kohlekraftwerke nicht mehr haben, weil die in der Grundlastung stören mit dem Angebot von Sonne- und Windschwankungen. Da ist kein richtiger Motor dran. Das, bitte? Ja. Ja. Also mit Null zum Spiel ist es auch nicht. Die Energie, die diese Maschine braucht, kommt aus dem Prozess selber heraus. Das ist ein exothermer Prozess, der Wärme erzeugt und daraus kann man auch wieder Strom machen. Es ist am Anfang der Technologie, sie wird Nullsumme sein, aber vielleicht ein paar Startenergie, da haben Sie recht, muss man am Anfang eingeben. Aber wir können das gerne vertiefen. Jetzt ist da die Zeit nicht da, um an einer einzigen Technologie das zu vertiefen. Jedenfalls kann diese Biokohle auch als chemischer Grundstoff verwendet werden, um Plastiktüten draus zu machen. Aber das Entscheidende ist Kohlenverbesserer für die Böden. Und wie das wirken kann, hat ausgerechnet eine Kohlemine in den USA vorgemacht. Das linke Bild, 2010 aufgenommen, 60 Jahre lang, Abraumhalte, kaum Bewuchs, weil der Humus fehlt und der Boden.
Biokohle ausgebracht, auf dieser Abraumhalde ein Jahr später dickerer Pflanzenpelz. Und genau der holt noch mehr CO2 aus der Atmosphäre, schafft zusätzlichen Bewuchs. Und da kann man ahnen, was man an den vielen kaputten Flächen, die wir auf der Erde haben, wieder begrünen kann mit dieser Technologie und damit dann Unmengen Nahrungsmittel produzieren kann, zum Welthunger bekämpfen und zusätzlich Bioenergien und zusätzlich Pflanzen für die Plastikchemie. Bitte? Ja, es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich halte von der nur sehr viel, weil die sehr kostengünstig und sehr schnell technologisch das beschleunigen kann. Aber Humus kann man auch aufbauen mit biologischer Landwirtschaft, mit fluglosen Anbaumethoden und vieles andere mehr. Die sind alle gleichzeitig wichtig und richtig. Es ist nie eine Ausschließlichkeitsdiskussion, die ich hier aufmachen will. Aber es ist eine Additive, eine chancenreiche, dass wir schneller vorankommen. Nur auch, um das mal in den Blick zu nehmen, wenn wir etwa 20 Tonnen Biokohle in einen Hektar einarbeiten, dann kann dort Pflanzenwachstum stimuliert werden von zusätzlichen 100 Tonnen Kohlen, Tonnen Kohlenstoff, Herausnahme aus der Atmosphäre. Wenn wir dann 10% der Landflächen der Erde hernehmen, können wir in 30 Jahren 200 Gigatonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre rausholen. Das ist genau die Menge, die heute zu viel drinnen ist, seit dem vorindustriellen Niveau. Mit null Emissionen zusammen kommen wir also in wenigen Jahrzehnten zur Abkühlung der Erde. Und sogar das gibt es. Wüsten wieder begrünt. Das Interessante ist, das ist eine Pflanze, die mit ganz wenig Niederschlägen auskommt, aber ein Öl liefert. Die Bauern dort in der Nähe von Luxor betreiben jetzt ihre Dieselgeneratoren mit dem Pflanzenöl. Das Erdöl konnten sie sich nicht mehr leisten, das war stillgelegt, der Dieselgenerator. Sie hatten kein Licht mehr, weil das Erdöl zu teuer wurde. Mit dem Pflanzenöl, das sie selber haben, können sie es nun machen. Und die Pflanze zieht nun etwas Feuchtigkeit an und lässt mehr Platz für andere Pflanzen. Jetzt können sie Brotgetreide zusätzlich anbauen, was vorher in der Wüste nicht gewachsen ist. Auch das ein Beispiel dafür, dass Biokraftstoffe nicht Konkurrenz zum Lebensmittel sein müssen, sondern richtig organisiert sogar eine Chance für mehr Lebensmittel und Hungerbekämpfung. Hier realisiert der ägyptischen Wüste. Das will ich aus Zeitgründen übergehen. Ich will auch noch was sagen zu, nein, jetzt habe ich das Bild nicht drinnen, aber Sie kennen diese Bilder mit den furchtbaren Urwaldabholzungen. Eine der größten ökologischen Sünden, die wir machen auf dieser Erde. Indonesien, Brasilien oder anderswo. Bulldozer fressen sich in die Wälder ein, holzen die Wälder ab. Die Moore werden, Moorböden werden entwaldet und damit kommt der Kohlenstoff aus dem Boden raus. Eine furchtbare Sünde. Angeblich seien nur die Ölplantagen schuld. Also schuld sind da auch Bananen und Soja und vieles andere mehr. Siedlungen und Straßen. Ölplantagen sind auch in Indonesien schuld. Aber man kann Ölplantagen auch hochökologisch machen. Sie müssen nicht schuld sein. Schuld ist eigentlich der Mensch, der es falsch organisiert. Ich habe mir diese Plantage in Malaysia angeguckt und ich habe die Ohren angeschnallt, wie ökologisch die das machen. Leider ist es eine Ausnahme. Aber immerhin zeigt sie auf, dass es geht. Dass ich die Eule in der Hand habe, ist kein Zufall. Dort gibt es alle 150 Meter einen Eulenkasten, Nistkasten in dieser Ölplantage. Das sind übrigens vom Aussterben bedrohte Eulenarten. Die Eulen fressen die Ratten, die in anderen Ölplantagen mit Giften niedergespritzt werden. Die Rattenplage ist groß wegen den herunterfallenden Nüssen. Die haben unter ihren Ölplantagen keine Monokulturen, sondern ganz seltene Orchideen reingepflanzt zum Artenschutz und als Wirtspflanze für Schutzinsekten, um Schadinsekten zu vertilgen. Die haben 10% ihrer Fläche für Biodiversitätsschutz reserviert. Da darf nichts anderes angebaut werden als die Natur selbst. Verlangen Sie mal vom deutschen Bauern 10% seiner Ackerfläche für Biodiversität. Die machen das. Jeder Arbeiter bekommt einen fairen Lohn, sogar Arbeitsschutz, sieht man am Hell.
Es ist der größte Arbeitgeber der Region. Ohne diese Plantage wäre die Region wieder aus der Armut. Es geht sozialgerecht und ökologisch sauber. Es ist übrigens eine der größten Ölplantagen, St. David in Malaysia, einer der Weltmarktführer. Und die schaffen das in der Konkurrenz zu den anderen, die das Sünden machen mit Urwaldabholzungen und weiteres. Und dieses Öl finden Sie zu 80% in jedem Supermarktprodukt bei uns. Geht nicht nur ins Auto, geht auch in die Seife, auch in die Kosmetik, in die Chemie oder sonst wohin. Das Pflanzenöl aus der Ölpalme ist besonders wertvoll. Wir müssen es nur ökologisch organisieren und nicht die Sünden machen. Auch bei uns können wir das machen. Das ist Mischfruchtanbau. Erbse und Leitlauter wachsen besonders gut, Hafer und Linse auch, auf einem Acker gleichzeitig. Der Leitlauter zieht den Ertrag der Erbse hoch, mehr Futtermittel, mehr Lebensmittel auf dem gleichen Acker. Zusätzlich den Leitlauter, den presst der Bauer aus, gibt ihn in seinen Traktor und hat kein Erdöl gekauft. Keine Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion, sondern additive Ergänzung. Es geht. Das ist biologischer Landbau, die hat höheren Flächenertrag über die mehrere zusammengefassten Früchte als in der Monokultur. Von wegen ökonomisch nachteilig. Nein, hochökologisch und ökonomisch hohe Erträge. Natürlich brauchen wir im Verkehrssektor noch andere Lösungen. Ich will nicht 1:1 das Erdöl im Verkehr ersetzen durch Biokraftstoffe, das wäre völlig verfehlt. Andere Antriebe sind viel wesentlicher. Das Auto fahre ich seit 16 Jahren. Frage mich, warum Daimler und VW und BMW immer noch keins bauen können, das elektrisch angetrieben ist und für die Kunden erreichbar. Da geht Ökostrom rein, da lasse ich nichts anderes rein, die Batterie, klar. Aber keine Angst, ich brauche nicht so viel Ökostrom, wie da hinten erzeugt wird. Halbes Panel, was Sie da hunderte sehen, erzeugt im Jahresmittel so viel Strom, dass ich mit dem Auto 10.000 Kilometer fahren kann. Mit dem halben Photovoltaikpanel. Naja, der mit seinen Bundestagsfähigen kann sich das leisten, den sündteuren Solarstrom. Ich habe Solarstromkosten auf 100 Kilometern von 1 Euro. Haben Sie Ihre Erdölkosten auf 100 Kilometer in Ihren Benziner umgerechnet? 12 Euro, 14 Euro, 20 Euro? Von wegen, das elektrische Fahren wäre teuer. Um all das auf den Weg zu bringen, müssen wir natürlich neue Technologien in den Markt bringen. Wir müssen Unterstützung geben, dass die Menschen es schaffen, aus der Umklammerung dieser alten Erdölwirtschaft herauszukommen. Und dazu braucht es die Politik. So wie Stanford gesagt hat, nur den Willen der Politik braucht es, dann schaffen wir das schon industriell und ökonomisch. Und dazu sind die entscheidenden politischen Aufgaben schnell formuliert. Das deutsche Wunder mit den erneuerbaren Energien wurde durch das Erneuerbare Energiengesetz geschaffen. Das heißt, es gab eine Einspeisevergütung für diejenigen, die ihr privates Kapital in die Windkraft, in die Photovoltaik, in die Biogasanlage gegeben haben. Und der Gesetzgeber hat ihnen ermöglicht, dass sie darüber eine Rendite bekommen. Das ist das Geheimnis der Einspeisevergütung. Und schon gab es diese industrielle Entwicklung und das Wunder. Eines der Fundamente, das wir weltweit brauchen, übrigens ist das Gesetz schon 60 Mal kopiert in der Welt, unter anderem von China, die uns jetzt längst überholt haben. Ich freue mich darüber. Ich sehe die chinesische Solarherausforderung nicht als Problem für den Niedergang unserer Solarindustrie in erstem Sinne, sondern erstmal als Kostenreduktion und für Ausbreitung des Klimaschutzes. Aber was bei uns fehlt, ist eben diese Herausforderung annehmen und unsere Solarfirmen unterstützen, dass sie im chinesischen Wettbewerb mitkommen, statt sie noch mit EEG-Novellen zusätzlich unter Druck zu bringen, sodass in Bitterfeld oder sonst wo die Arbeitslosen wieder nur so produziert werden aus den Solarfirmen. Das kann es doch nicht sein. Haben wir so viel Geld investiert mit der Volksgemeinschaft, um die wieder sausen zu lassen?
Wir brauchen Steuerbefreiungen für die Klimaschutzmaßnahmen und Technologien. Und wir brauchen natürlich die Besteuerung des Dreckigen. Genau das Umgekehrte läuft, da habe ich Ihnen vorhin gezeigt mit den Subventionen. Diese Subventionsbeendigung der fossilen atomaren Unterstützung muss endlich kommen. Da müssen Sie mal richtig studieren, wo es das überall gibt. Zum Beispiel zahlt eine Mineralölraffinerie keine Mineralölsteuer für ihre Nutzung des Mineralöls. Warum eigentlich? Noch immer ist das Flugbenzin aus Erdöl steuerbefreit. Gibt Missstände ohne Ende. Wir brauchen aber auch eine Forschungs- und Bildungsoffensive. Noch immer gehen die meisten europäischen nationalen Forschungsgelder im Energiesektor in die Kernfusion und Kernspaltung. Verrückt. Nur ein Zehntel der Gelder europaweit geht in die erneuerbaren Energien und in die Energieeffizienz. Wir brauchen eine Bildungsoffensive. Noch immer sagen Ihnen Professoren an manchen Universitäten und Forschungseinrichtungen, die erneuerbaren Energien sind viel zu teuer, sie taugen nichts, taugen viel zu lang und die werden nie den konventionellen Energiewirtschaft ersetzen können. Professoren an Hochschulen wissen das nicht, was ich Ihnen alles referiert habe. Eine Bildungsoffensive ist zwingend erforderlich, denn kluge Köpfe brauchen wir. Die haben aber nicht überall auf der Welt. Das Schlimmste habe ich in Malaysia erlebt. Die geben mir steuerliche Subventionen zur Verringerung des Benzinpreises für die Kunden, als sie für die Bildung ausgeben. Ich habe sie gefragt, ist billiges Autofahren wichtiger als kluge Kinderköpfe? Da haben sie das erstmal begriffen, was die für einen Unsinn machen. Übrigens haben die mir gesagt, die Erneuerbaren seien so teuer, schauen Sie mal, wie billig das Erdöl für unsere Kunden ist. Und dann habe ich sie gefragt, und wie hoch ist eure Staatsverschuldung? Die Widerstände in Genehmigungsverfahren sind hochproblematisch. Wir brauchen aktive andere Landwirtschaftspolitik, ein großer Kampf im Moment auf der europäischen Ebene in der Agrarpolitik. Eine Ökologisierung ist unverzichtbar. Wir müssen aber auch eine ernsthafte Diskussion für nicht taugliche politische Regulationen finden. Quotenregelungen, Zertifikathandel, Emissionshandel hat alles keine Wirkung erzeugt. Quoten werden vorgeschlagen in der Politik von Herrn Rösler zum Beispiel. Heute früh hat er es wieder bei uns im Ausschuss gemacht. Weg mit dem Einspeisesystem hin zu Quotensystem. Die Briten haben das Quotensystem jahrelang gemacht. In Großbritannien, wissen wir alle, fehlt viel mehr Wind als in Deutschland. Sie haben aber nur 20% der installierten Windkraftleistung wie Deutschland. Dort kostet die Kilowattstunde Wind 13 Cent, obwohl die viel mehr Wind haben. Deutschland kostet sie etwa 7 Cent pro Kilowattstunde. Einzige Erklärung ist, wir haben ein Einspeisesystem, das ist viel billiger und erfolgreich. Und Herr Rösler kommt daher und sagt, wir brauchen ein Quotensystem. Übrigens, Großbritannien hat das abgeschafft und machen jetzt ein Einspeisesystem, weil sie gemerkt haben, das ist unwirksam. Bitte? Wie das funktioniert? Herr Rösler sagt, man will Marktwirtschaft. Darum schlägt er vor, dass der Staat eine bestimmte Menge bestimmt, die nun gebaut werden soll. Also sowas wie der chinesische Fünfjahresplan. Und dann müssen sich die Beamten hinsetzen, die Staatsbeamten, und müssen eine Ausschreibung machen, damit dann der Wenigstnehmende diese großen Windparks baut. Das nennt er dann Planwirtschaft. Entschuldigung, Marktwirtschaft. Total verrückt. Umkehrung der Denkweisen und Verhältnisse. Das erneuerbare Energiesystem ist aber pure Marktwirtschaft, denn da wird jeder, der sein Dach mit einer Photovoltaik belegen will, an 5 Handwerker eine Ausschreibung machen und fragen, wer gibt mir die günstigste. Dann läuft der Wettbewerb so richtig gut. Und das muss ich nicht vom Staat organisieren, das ist die freie Marktwirtschaft, die das organisiert. Hat er nicht begriffen. Ich habe es ihm auch heute im Ausschuss gesagt. Aber wo Interessen dahinter sind, sind Argumente nicht mehr zugänglich. Bitte? Das sind Erzeugungskosten. Ja, ja. Stromerzeugungskosten, Cent pro Kilowattstunde. Und die gehen richtig runter.
Das ist die Erfolgsgeschichte der Photovoltaik. Schauen Sie mal, was wir noch 2004 bezahlen mussten, damit die Investition in ein Solardach rentabel wurde. Heute viel weniger. Das ist erfolgreiche Industriepolitik. Das Spannende ist, die Investitionen kommen nicht von Vattenfall, RWE und E.ON, sondern die kommen von neuen Akteuren in der Gesellschaft. Das ist die Zunahme der Energiegenossenschaften in Deutschland. Die, die ihre Dörfer ökologisieren wollen. 90% der Investitionen in erneuerbare Energien kommen nicht von den großen vier. Aber diese 90% Investitionen haben jetzt in 2 Jahren 6% Punkte zusätzliche Stromerzeugung geschaffen. Die fehlt den Großen. Können Sie sich vorstellen, warum die dagegen opponieren? Und wie sie opponieren? Plakate über ganz Deutschland. Wissen Sie, wie teuer eine Plakataktion in Deutschland ist? Wissen Sie, wie so eine Anzeige in der Süddeutschen kostet? Eine Anzeige 200.000 Euro. Da waren alle Tageszeitungen voll damit. Millionenschwere Kampagne als Hetze gegen erneuerbare Energien. Und dann glauben die Menschen, der Strompreis belastet sie. Der Heizölpreis ist um 300% gestiegen seit 1998, der Strompreis um 70%, der Gaspreis um über 100%. Heizöl macht unsere Menschen Ängste, weil viele nicht mehr wegen des hohen Heizölpreises in der Lage sind, ihre Häuser zu dämmen. Da braucht es Hilfe. Wir hatten schon zum 1. Januar 2012 eine Strompreiserhöhung mit der gestiegenen EEG-Umlage. Vielleicht erinnern Sie sich, das ist ja keine aktuelle Diskussion, sie ist dauerhaft da. Im Mittel wurden die Strompreise um 1 Cent pro Kilowattstunde erhöht, mit der Begründung des Ausbaus erneuerbarer Energien. Die haben aber nur Mehrkosten von 0,07 Cent verursacht. Diese 0,07 Cent waren die Ursache für die Strompreiserhöhung von 1 Cent. Wo ist denn die Differenz geblieben? Haben Sie die Gewinnzunahme von Vattenfall und RWE gesehen? Und auch in diesem Jahr ist es wieder ähnlich. 1,7 Cent ist die EEG-Umlage gestiegen. Das ist das, was täglich in den Medien diskutiert wird. Die Zunahme der Vergütung für neue EEG-Anlagen machten darin 0,19 Cent aus. Der Rest sind andere Posten, die nichts mit dem Ausbau erneuerbarer Energien zu tun haben. Zum Beispiel, dass die Braunkohlewirtschaft von der EEG-Umlage befreit ist. Mit dem Argument des internationalen Wettbewerbs. Haben Sie schon mal Braunkohle aus Indonesien gekauft? Es gibt keinen internationalen Braunkohlehandel. Aber dadurch, dass diese Braunkohleförderung nicht die EEG-Umlage bezahlen muss, müssen diese Mengen, die sie sonst bezahlt hätte, auf dem Rest der Kunden umgelegt werden. Und dann steigt der Preis für diese. Und da sind noch viel mehr Unternehmen unsinnigerweise befreit. Missstände ohne Ende. Die alle nur auf eines zulaufen, man will die Erneuerbaren madig machen, um den Ausbau abschaffen zu können. Bisher ist es ihnen nicht gelungen. Das ist eine Umfrage vom letzten Dezember. Die Deutschen unterstützen es immer noch. Das Tolle ist halt, ganz viele wissen warum, denn sie haben plötzlich selber Einkommen und wissen, dass sie auch Verdienste mitmachen können und haben Arbeitsplätze und anderes. Und trotzdem kommen die Vorschläge von Altmaier und Rösler. Sie nennen es eine Strompreisbremse. In Wirklichkeit ist es eine erneuerbare Energienausbaubremse. Die sind sich sogar nicht zu schade, in ihrem Papier Vorschläge gemacht zu haben, die rückwirkend in die Vergütung eingreifen. Das, was im Gesetz 20 Jahre garantiert wurde, sollte rückwirkend gekürzt werden. Wer eine Investition knapp gemacht hat mit einem Windpark, kriegt nun plötzlich weniger Geld. Kann es nicht Zins und Tilgung zahlen, dann kommt die Bank und sagt, muss ich dir wegnehmen, die Sicherheiten haben wir.
Eingriff ins Eigentum nennt man so etwas. Rückwirkende Eingriffe in getätigte Investitionen sind nach Grundgesetz verboten. Union und Liberale schlagen so etwas vor, die freie Marktwirtschaft hochhalten, die den Schutz des Eigentums auf ihre Fahnen geschrieben haben. Unglaublich. Aber auch Änderungen, die einem Neubaustopp gleichkommen, ich will das nicht vertiefen aus Zeitgründen, das ist auch eine starke fachspezifische Diskussion. Aber glauben Sie nicht, dass es nur in Deutschland diese Angriffe gäbe. Wir haben einen ehemaligen Ministerpräsident in Brüssel, der ein hochwertiges Amt hat, den Energiekommissar, Herr Oettinger. Der macht Vorschläge zur Abschaffung des deutschen erneuerbaren Energiengesetzes. Er kann es aber nicht, denn die Energiekommission hat keine Energiekompetenz nach dem Lissabon-Vertrag, den europäischen Verträgen. Darum hat er seinen CDU-Abgeordneten Reul im Europaparlament gebeten, im Europaparlament einen Entwurf zu verabschieden, in dem er aufgefordert wird, Herr Oettinger, daran zu wirken, das erneuerbare Energiengesetz abzuschaffen und stattdessen eine Quoten- oder Zertifikatsregelung zu machen. Das, was in Großbritannien unwirksam ist. Hochgefährlich wird aktuell im Europaparlament diskutiert. Und dann gibt es noch eine zweite Baustelle, klingt alles so komisch, fachspezifisch, aber es ist hochgefährlich. Das erneuerbare Energiengesetz ist keine Beihilfe. Denn Beihilfe werden nach nationalem Europarecht, oder Subvention auch genannt, nur damit verbunden sein, ob Steuergelder bezahlt werden oder Steuer reduziert werden. Das ist Beihilfe. Und jetzt versuchen die Europäische Kommission, die Einspeisevergütung als Beihilfe zu definieren, mit dem Hintergrund, wenn sie es so definiert haben, dann haben sie den Zugriff nach den Lissabon-Verträgen. Denn auf Beihilfen und Subventionen können sie europaweit Richtlinien erlassen, nicht auf die Energiepolitik. Das ist der indirekte Hebel, das EEG über Europa kaputt zu machen. Hauptfederführende sind zwei CDU-Mitglieder. Im Argument steht immer drinnen, das kann man ja nicht organisieren mit den Angebotsschwankungen von Sonne und Wind. Die sind fluktuierend, schnell hin und her gehend. Was macht ihr, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint? Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das erste ist die Flexibilisierung der Stromerzeugung. Wir müssen doch nicht Biogas, wenn viel Sonne scheint, auch noch verstromen. Das können wir dann mal stoppen, den Biogasspeicher sich füllen lassen und dann, wenn Nacht wird, dann machen wir die Biogasanlage an. Und wenn da auch noch viel Wind weht, dann lassen wir sie auch noch aus. Und erst wenn die Kombination so groß ist aus Sonne- und Windlücken, dann bringen wir die Biogasanlagen rein in die Stromerzeugung, die Wasserkraft und die Geothermie. Das sind gespeicherte Energieformen. Wir können den Stromverbrauch deutlich reduzieren über solche Effekte. Übrigens, in Deutschland haben wir 8% Windstrom im Netz. Und da sagen viele, das wäre zu viel, wir müssen an manchen Stunden schon die Leitungen sind überlastet, wir müssen sie abschalten. Dänemark hat 40% Windstrom im Netz, macht keine Abschaltungen von Windkraftanlagen. Wenn die zu viel Wind haben, dass sie das im Stromsektor nicht unterbringen, dann schicken sie den Windstrom in die Nahwärmesysteme und sparen sich Erdöl und Erdgas und machen die Kosten für die Heizkunden niedriger. Sehr intelligent. Und bei uns schaltet man die Windräder ab. Was haben Sie für Nahwärme- und Fernwärmesysteme hier und wie viele Windräder? Geben Sie den Überschussstrom da rein, bevor Sie ihn abschalten und sparen sich hohe Heizkosten. Ich komme zum Schluss. Das Entscheidende wird sein, dass wir die privaten Finanzströme umlenken. Hinein in die Klimaschutztechnologien. Und deswegen wird die Finanzwirtschaft der entscheidende Akteur sein. Die jetzt am Pranger steht, weil sie Atomkraftwerke finanzieren wie die Deutsche Bank oder anderes, die Erdölbohrungen finanzieren oder anderen, denen müssen wir einen anderen Rahmen geben. Nicht nur schimpfen, dass sie Schlimmes machen, sondern ihnen die Chance geben, dass sie Besseres machen. Geldströme werden immer da sein und fließen. Wir müssen es organisieren. Und es gibt sie bereits in der Finanzwirtschaft, denn die 250 Milliarden US-Dollar in Investitionen erneuerbare Energien kommen auch aus der Finanzwirtschaft. Und das müssen wir umswitchen.
Wenn wir sie gewinnen, die Chefs der Banken und anderen, für den Klimaschutz der Erde, dass ihr Geld dort reinfließt, dann müssen wir nicht über Missstände reden. Die Bankerboni sollten wir trotzdem niedrig halten. Aber dann haben wir eine Chance, denn das Kapital ist da für den Klimaschutz. Arbeiten wir daran. Ich hätte ja noch so viel zu erzählen. Viele tausende andere Details, die Sie vielleicht interessieren könnten, habe ich in meinem Buch zusammengefasst. Hinten liegen ein paar Flyer aus, wer sich interessiert. Allerdings habe ich es erst für das internationale Diskussion geschrieben, deswegen ist es auf Englisch. Ich weiß noch nicht, ob ich die deutsche Übersetzung hinkriege, aber ich arbeite dran. Da können Sie noch ein bisschen mehr nachlesen. Und wenn Sie weiter noch Interesse haben, gehen Sie auf meine Homepage. Dort kriegen Sie jeden Tag oder jeden dritten, vierten Tag Informationen über die Energiedebatte in Deutschland. Informationen, die Sie nicht in der Bild-Zeitung finden. Vielleicht interessiert Sie es. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Der Zeit, es gibt den Kongress, hat man mal Zeitmanagement, möchte ich jetzt Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, dass die zuerst von Ihnen gestellt werden. Noch haben wir ihn hier und er kann auf Fragen antworten. Bitte, Sie sind dran. Die Dame hat sich als erstes gemeldet. Wo? Herzlichen Dank. Hier, erzählen. Mein Name ist Gudula Frieling. Also vielen Dank, es war super spannend. Ich habe eine Frage, Peak Oil. Heißt für meines Erachtens, dass wir auch unsere Wachstumsgesellschaft insofern umkrempeln müssen, als wir auf Postwachstum umschalten müssen. Was heißt, in die Kohlekraftwerke wirklich auch abbauen, die wir im Moment haben und so weiter und so fort. Und mich würde interessieren, wie Sie dazu stehen. Dazu haben Sie sich jetzt eben gerade nicht geäußert. Ich bin zwar ich bin spannend, die neue Technologien, die Sie vorgestellt haben, aber wie stehen Sie zu dieser Thematik? Es gibt eine Schrift von den Christen, also dem christlichen Arbeitskreis bei den Grünen, zum Thema Postwachstumsökonomie, da gibt es auch ein Kapitel zum Geldwesen. Wie stehen Sie dazu? Und kennen Sie diese Schrift? Wird das bei den Grünen diskutiert? Hat das eine Chance bei den Grünen? Zum einen muss ich differenzieren zwischen meinen Gedanken und denen, die ich bei den Grünen schon durchgebracht habe. Das ist nämlich auch ein Unterschied. Gestatten Sie mir, dass ich nicht alles, was in meiner eigenen Partei, weitaus über 90% für super und toll halte, aber nicht alles. Und so ist es, dass ich die Geldkritik, von der ich gesehen habe, dass die hier sehr großen, breiten Raum hat, und das finde ich toll, dass diese Geldkritik bei mir schon lange im Blick ist. Ich werbe für Regionalgeldsysteme. Ich habe den Vorschlag von Herrn Mayer zu einem Griechenlandgeld Stützung der griechischen Ökonomie nach Griechenland gebracht, in der Hoffnung, dass dort Politiker anspringen, völlig ohne Resonanz. Ich sehe große Chancen da drin, und ich hatte ja eingangs auch diesen Satz gemacht, dass eine Veränderung unseres Geldsystems zusammen mit der Veränderung des Energiesystems zwei Schlüsselpunkte sind, um eine bessere Welt zu bekommen. Eine Welt, die nicht im Wachstumszwang ist, das macht nämlich der Zins. Und eine Welt, die da Chancen hat, rauszukommen. Ich will aber auch deutlich sagen, wir werden Teilbereiche haben in einer Ökonomie, die neu ist, die Wachstum braucht. Neue Technologien, wie ich sie teilweise vorgestellt habe, müssen wachsen, um das andere zu ersetzen. Also deswegen ist dies differenziert zu betrachten, aber ich sehe Sie nicken und damit auch einstimmig für uns beide zumindest mal identifiziert.
Ich bin Katrin Lertsch und Journalistin und weiß, dass wir in diesem Jahr sicherlich einen spannenden Wahlkampf vor uns haben. Und Energiepreisbremse hört sich ja erstmal sehr gut an. Ich habe einen guten Kontakt zur Basis, weiß, dass sehr viele Menschen Angst haben vor steigenden Energiepreisen. Und was für eine Antwort haben wir auf die Energiepreisbremse von Ihnen und von den Grünen zu erwarten? Also zunächst mal werden wir eine Energiepreisbremse nicht als Ausbaustopp organisieren. Denn dann werden wir explodierende Energiepreise für die Kunden haben. Das ist das, was in vielen Köpfen nicht dasteht, weil das die Bild-Zeitung noch nie geschrieben hat. Und auch viele andere Medien nicht. Die steigenden Erdölpreise machen unseren Menschen das Leben schwer. Und ich habe ja die Heizkostenpreissteigerungen gezeigt. Da sind alle Vorschläge, die Altmaier und Rösler gemacht haben, wirken dort überhaupt nicht. Die haben das nicht einmal auf dem Schirm. Das war sogar ein Unionsabgeordneter, der sie gefragt hat, was haben Sie denn für Angebote, die Heizkostenpreissteigerung in den Griff zu kriegen? Das, was unser Menschen Problem macht. Herr Rösler ohne Antwort. Nichts. Also das muss man auch in die Gesellschaft sehr stark tragen, dass die Strompreise nicht das entscheidende Problem sind, sondern Heizkosten und Benzin. Das ist die erste Antwort. Ich möchte aber auch, dass die Strompreise nicht in dem Maße steigen, wo es unnötig wäre. Also immer größere Ausnahmen für Industriezweige, die das nicht brauchen, die dann die restlichen Kunden belasten, das lehnen wir ab. Wir wollen eine faire Verteilung der Mehrkosten haben, denn das reduziert für die Gesamtheit dann die Kosten. Ich sage aber auch dazu, es gibt Unternehmenszweige, die in der Tat im internationalen Wettbewerb stehen und die ich nicht ins Ausland treiben will. Das haben wir unter Rot-Grün schon gemacht. Aluminiumindustrie, ein paar wenige andere, die hochintensiv sind, haben wir auch schon befreit. Dazu stehen wir auch. Aber diese uferlose Ausweitung an solche Unternehmenszweige, die es nicht brauchen, das ist das Problem. Und das wollen wir zurückfahren. Wir haben viele andere Vorschläge, die wir auch in einem gemeinsamen Papier veröffentlicht haben. Steht auf meiner Homepage und dann auf der grünen Homepage. Das müsste ich jetzt eine Viertelstunde lang erklären, die einzelnen Details. Und unsere Vorschläge, den Strompreis in den Griff zu kriegen, sind sogar weitergehender und wirksamer als die von Altmaier und Rösler. Und daran merkt man, dass es denen nicht um Strompreisbremse geht. Denen geht es um Ausbaustopp der erneuerbaren Energien. Das tragen wir aber nicht mit. Meine Frage ist ganz einfach, wie heißt überhaupt die Pflanze da, die da bei Luxor überhaupt... Jatropha-Pflanze. Nochmal wie? Jatropha. Dankeschön. Eine Pflanze, vielleicht sage ich dazu noch etwas. Diese Pflanze ist in den jüngsten Jahren richtig entdeckt worden als eine Pflanze, die in ariden Gebieten besondere Wachstumschancen hat und richtig Öl liefern kann. Es haben aber wieder manche gemerkt, dass diese Pflanze mit mehr Wasser auch noch besser wächst und bessere Erträge. Und so frisst sich diese Pflanze auch schon wieder in Urwälder rein. In Madagaskar zum Beispiel gibt es da schlimme Beispiele. Wieder das Fehlverhalten der Menschheit, obwohl da riesige Chancen drinnen sind, mit Wiederbegrünung der Wüsten, Armutsbekämpfung, wird es wieder in einer anderen Art genutzt, die schädlich ist. Ja, Stefan Schwarz aus Ochsenfurt. Ich war ganz bei mir in der Nähe. Ganz genau. Ich wollte mal fragen oder die Aufmerksamkeit mal dahin lenken. Ein ziemlich spezielles Problem, wo ich jetzt sehe, also eine Entwicklung, wo ich als problematisch erachten würde. Und zwar gibt es in Bezug auf die Windkraft, also Strom aus Windenergie, da ja die Entwicklung des Kommunal, also Gemeinden immer weiter diese Entwicklung, es ist Bereitschaft da, so Projekte zu finanzieren, von der Gemeinde getragen, was eine ganz positive Entwicklung ist, was jetzt zum Beispiel im Dortinger Wald, wenn Ihnen da was sagt, also Grenze zu Baden-Württemberg, der Dortinger Bürgerwald, dass solche Windkraftanlagegebiete verstärkt auf Gemeindeflächen fallen, also öfters eben auch so bewaldete Flächen, das war ein landwirtschaftliches Naturschutzgebiet und aus einem Grund, da sind die an für sich Preisvorteile, wo die ja sehen, diese Energieprojekte zusammen mit Energie aus Nürnberg war das da
Und zwar werden die Pachtkosten einfach sind massiv geringer als jetzt auf landwirtschaftlich genutzten Flächen oder anderen Privatflächen. Ich weiß nicht, gibt es da so ein Problem? Also sehen Sie da Möglichkeiten, dass diese Entwicklung, dass man die sinnvoll umlenkt, dass nicht da Naturschutzgebiete, so ausgewiesene Flächen dann massiv zurückgenommen werden oder dann Wälder dafür gestutzt werden für diese Windkraftparks? Das ist eine sehr komplizierte Diskussion, muss ich ein klein wenig leider ausholen. Ja, es gibt Plätze, wo Windräder zu schützende Arten stören, vielleicht sogar Zerstörung. Da gehören sie nicht hin. Windräder gehören nicht in ein Vogelschutzgebiet. Völlig klar. Aber es gibt selbst Naturschutzgebiete, wo Windräder die Biodiversität nicht stören. Wir haben deswegen auch unter Rot-Grün ein Naturschutzgesetz gemacht, in dem die Nutzung der erneuerbaren Energien als Klimaschutztechnologie abzuwägen ist mit dem örtlichen, lokalen Biodiversitäts- und Naturschutz. Das heißt im Klartext, dass selbst in Naturschutzgebieten Windräder erlaubt sind, wenn man es richtig abprüft, dass sie keine schädliche Wirkung haben. Und deswegen ist ein Pauschalverbot, selbst in Naturschutzgebieten, erst recht aber in den Gebieten, die noch geringere Schutzqualitäten haben, das sind Naturparks, Landschaftsparks oder anderen, mit Bundesgesetz nicht rechtskonform. Was wir gerade in Unterfranken haben, aber auch in Baden-Württemberg, in vielen anderen Gebieten, aber es vor allem in Bayern schlimm, werden die Naturparks pauschal freigehalten von Windkraftanlagen. Das führt dazu, dass Gemeinden, die vollständig im Naturpark drinnen sind, das haben wir zum Beispiel in der Rhön, da gibt es 7 Gemeinden, die wollen Windräder bauen, dürfen aber nicht, weil der Naturpark keine Windräder zulässt. Es gibt genügend Flächen da drinnen, die in Einklang sind zu bringen mit dem Naturschutz. Und sie sind pauschal verboten. Das halte ich für rechtswidrig. Deswegen müssen wir eine Raumplanung eben wirklich sehr optimal machen unter der Prämisse der Privilegierung der Windkraft im Außenbereich. Und dann genau hingucken, auf den lokalen Ort gibt es da Konflikte. Und es gibt 2 Konflikte, die wir beachten müssen. Der Anwohnerschutz, kein Schattenwurf. Die Lärmemissionen müssen nach Recht und Gesetz im Griff sein. Und der Naturschutz. Und das muss man eben gut abprüfen. Das wird aber auch gemacht. Und insofern ist es also auch dort in Ochsenfurt, ich kenne das ein bisschen sogar, erstmal kein Problem, dass man in dieses Naturschutzgebiet hineingeht. Das Problem ist, wenn man es in den Naturparks pauschal verbietet. Und wenn das nun auf Gemeindefläche ist, ist das für die Gemeinde toll. Denn die kriegt dann die Pachteinnahmen, auch wenn sie niedrigere verlangt. Sie kriegt Gewerbesteuereinnahmen, Einkommensteuereinnahmen. Ich kenne viele Bürgermeister, die gesagt haben, zum Glück habe ich meinen Windpark. Jetzt konnte ich meinen Kindergarten renovieren. Die Gemeindefinanzen sind auch ein Problem, die wir damit ein Stück weit in den Griff kriegen. Danke, Frage auch beantwortet, denke ich. So, gibt es jetzt noch eine, was ich noch tue? Dann müssen wir hier beenden. Mich würde noch interessieren, ob Sie was zum Netzausbau sagen können. Der Netzausbau ist ja ein großes Problem, sagt man immer, gerade wenn es um dezentrale Energieerzeugung geht. Und dies wird ja auch gerade unter umweltpolitischen Gesichtspunkten, ob das jetzt über Land, unter Land oder wie man mit Widerständen umgeht, ob Sie dazu noch was sagen können. Da unten stehen, sehen Sie auch den Netzausbau als eine notwendige Maßnahme, die für den Ausgleich der Angebotsschwankungen von Sonne und Wind vor allem regional brauchen. Es stimmt ja nicht, dass in Deutschland überall gleichzeitig Windstille sei, wird manchmal behauptet. Es weht immer irgendwo der Wind. Da helfen Netze, dies auszugleichen, in den windschwachen Gebieten mit den windstarken Gebieten, wie sie gerade punktuell da sind. Wir werden den Ausbau auf großer Hochspannungsnetze brauchen, ja, aber nicht in dem Niveau und in dem Maß, wie es diskutiert wird, auf viel kleinerem Maß. Und wir haben vor allem den Netzausbau auf der Verteilnetzebene im Blick zu nehmen. Die kleinen, örtlichen Netze. Dort ist die Integrationsmöglichkeit und Notwendigkeit besonders groß. Der Chef von E.ON, Herr Theissen, zieht immer noch über die Lande und sagt,
Die Photovoltaik, vor allem bei mir in Bayern, wächst zu schnell, die können wir nicht in die Netze integrieren. Im letzten März hat E.ON Bayern Netz, das sind die, die die Verteilnetze oben bauen, im eigenen Konzern, eine Presseerklärung rausgegeben, eine Pressekonferenz gemacht. Wir haben in einzelnen Regionen bei uns in Bayern 20% Photovoltaikstrom in die Netze integriert. Das heißt, was Herr Theisen behauptet, nicht können zu machen, hat sein eigener Konzern bewiesen, dass er es tut. Ich betone das in der Deutlichkeit, weil hinter Herrn Theisens Aussagen ja anderes steckt. Nämlich die Interessen des Schutzes seiner Kohlekraftwerke. Und nicht der Ausbau erneuerbarer Energien. Es werden so viele Figuren aufgebaut, als angeblich, das lässt sich nicht überwinden, wie man braucht erstmal die großen Hochspannungsnetze und dann können wir weiterbauen mit den erneuerbaren Energien. Herr Rösler, Originalton. Das stimmt schlicht nicht, wenn wir die Vielfalt der Netzintegration im Blick nehmen. Aber es ist eine Aufgabe, ohne Zweifel. Die steht vor uns. So, danke. Ich muss leider auch die Diskussion beenden, damit der Kongress insgesamt weitergeht. Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit und für Ihre interessanten Fragen und natürlich an Phil für seine Antworten und insbesondere für sein Vortrag. Vielen Dank. Über das morgige Programm.